sehe ich aus? Wie sehe ich aus? Oh, ich sehe aus wie Lord Helmchen aus... Oh, Spaceballs? Gott, ich habe den Namen vergessen. Hey, willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac. Das ist ziemlich blöd, wenn man kaum Spiegel hat in der Wohnung und man sich nur das erste Mal in der Aufnahme sieht. Wie wäre es heute mal mit... ohne Kapuze? Wow, jetzt sind wir ziemlich crazy drauf, oder? Und wir spielen heute mit Eve, denn ich möchte Eve langsam, aber sicher mal vollkriegen hier, ne? Die anderen sind ja... ziemlich nervige Baustellen, wie zum Beispiel das Blue Baby. Da müssen wir zwei Runs machen. Hier bei Eve müssen wir jedoch einfach nur einen Run machen. Also den Boss Rush, den Dark Room und wir müssen Mega Satan vernichten. Ich mach mal kurz das Spiel ein bisschen lauter bei mir. Ich muss es fühlen, das Spiel. Wir könnten jetzt auch easy peasy den Razor Blade einsetzen und dann haben wir den Horror of Babylon Effekt. Das tun wir jetzt auch einfach mal. Vielleicht hätte ich auch zuerst in den Zacki-Zacki-Raum reingehen sollen, aber hey... Hey, habt ihr nicht gemerkt, oder? Habt ihr nicht gemerkt, dass das viel klüger wäre? Habt ihr jetzt gemerkt, weil ich das erwähnt habe? Oh mein Gott, ich muss daran arbeiten, euch besser zu verarschen. Oh. Übrigens kommt... Oh, ich hab das Spiel vergessen. Verdammt, irgendwie bin ich gerade vergesslich. Was ist los? Wisst ihr, woran das liegt? Es liegt an dieser Listerin, oder? Ich, spüle nach dem Zähneputzen immer mit Listerin. Listerin? Ja, so heißt es, glaube ich, oder? Und dieses Fluorid soll ja auch irgendwie, habe ich letztens gelesen, Alzheimer hervorrufen. Kann es sein, dass es jetzt schon bei mir wirkt? Ich meine, ich trinke es ja nicht. Ich meine, ich spüle nur und dann spucke ich es aus. Ich trinke es nicht. Nein? Hat das nichts damit zu tun? Weiß ich nicht. Ah, auf jeden Fall kommt da demnächst ein Update raus. Hat mir auch Kukilke in Steam geschrieben. Danke nochmal dafür. Dieses Spielchen, wo du einen Raum nach dem anderen irgendwie abklappern musst. So ein kleines Horrorspielchen. Das aber nicht so gruselig ist, weil da sind so Pappfigürchen. Hallo, Rotten Baby. So, ich will unbedingt in den Zacke-Zacke-Raum. Der ist bestimmt ziemlich crazy. So, demnächst kommt auch mal... Oh Gott, ich habe so viel vor in Isaac, so dass ich gar nichts mache, weißt du? Ich habe so viel vor, es gibt so viele Möglichkeiten und am Ende sitze ich da und mache gar nichts. Lass in den Zacke-Zacke-Raum rein. Let's do this shit. Lass uns das tun. Was ist da drin? Ach, du dummes Huhn. Ein schwarzes Herzchen immerhin. Das ist schon mal sehr schön für die nächste Ebene. So... Perfecto, Matico. Jetzt haben wir für die nächste Ebene auf jeden Fall einen Schutz. Falls wir nicht verlieren, dann können wir uns den Devil Deal... Nein, können wir uns nicht den Devil Deal schnappen. Oh, ich brauche Bomben. Stimmt. Kriegen wir vielleicht jetzt hier bei Monstro. Hallöchen. So. Auf Wiedersehen, bald ist Weihnachten. Was? Und? Was habt ihr euch gewünscht? Was glaubt ihr, was bekommt ihr? Bekommt ihr... Wie findet ihr eigentlich Weihnachten? Oh Gott, da ist das schwarze Herzchen weg. Irgendwie, ne... Ich weiß nicht, ob es am Älterwerden liegt, aber irgendwie ist der Zauber vorbei, oder? Aber wir kriegen noch ein blaues Herzchen und sogar Fire Rate ab. Aber keine Bomben. Keine Bomben. Ich setze es mal hier ein, weil sonst müssen wir auf der nächsten Ebene wieder den Screen da lesen mit Oh, what a horrible night to have a curse. Und deswegen habe ich das jetzt da eingesetzt, damit wir schön... Ich habe weiße Schokolade gegessen vor der Aufnahme. Jetzt klebt mein Mund, daran liegt es wahrscheinlich. So, und jetzt haben wir schön Zeit gespart, ja? Ich mache zu viel, ich übe in letzter Zeit zu viel Speedruns. Viel zu viele. So, auf Wiedersehen. Deswegen mache ich schon die Taktiken hier im normalen Run. Und naja, so übersehen wir vielleicht ein paar Sachen, aber so kommen wir schnell voran. Naja, ich versuche irgendwie beides zu mixen, was? Mal ein bisschen hiervon, mal ein bisschen davon. Mann, diese blöde weiße Schokolade, ich brauche was zu trinken jetzt, aber ich habe ja nichts. Verdammt, mein Mund klebt zusammen. Ich finde weiße Schokolade übrigens viel besser als diese andere. Die braune Schokolade oder schwarze Schokolade. Und ihr so? Auch wenn schwarze Schokolade viel gesünder ist, ja? Jetzt kommt der Devil Deal. Jetzt kommt der Devil Deal. So. Und? Was gibt's für uns? Hoffentlich nur drei rote Kisten. Ach, der Pact. Ja, das ist sehr erotisch. Das ist sehr erotisch. Weiter geht's. Ich muss leider neu entsorgen. Ich muss leider neu entsorgen. Mir wurde auch von einem von euch erklärt, wie diese... Opferungsräume jetzt funktionieren. Irgendwie, wenn man 7-mal spielt, kriegt man das allererste Schlüsselteil. Wenn man dann 8-mal spielt, kann da auch was passieren. Randommäßig irgendetwas. Wenn man dann 9-mal spielt oder 10-mal, jetzt bin ich durcheinander, dann kommt der zweite Schlüssel und danach wirst du geportet. Okay, also erst nachdem du die beiden Schlüssel hast, genau, ja. Danach wirst du geportet. Nur das Ding ist, du brauchst erstmal 7 Leben, um da überhaupt... Oh, guck mal, Number One. Die Fire Rate ist jetzt voll für den Arsch. Aber egal. Strohlein ist voll toll. Oh, hey, Isaacs Köpfchen. Nimm mit. Wir brauchen jetzt Bomben. Jetzt sag mir nicht, dass wir so einen Run ohne Bomben. Ich hätte aber nichts dagegen, wenn wir jetzt in der Nähe, also hier im nächsten Itemraum. Hier ist eine Bombe. Weißt du was? Die nehme ich sogar mit, damit wir auf Nummer sicher gehen. Ich hatte jetzt nichts dagegen, wenn wir wieder Dad's Key finden. Das war schon ziemlich cool. Sehr cool. Sehr cool. Sehr, 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 sehr cool.
In Scheiße kann auch manchmal was Tolles drin sein. Ja, ja, ja. Aber leider nicht im echten Leben. Ich habe es oft getestet, weißt du? Man wird ja ein bisschen beeinflusst durch Isaac und dann überprüft man seinen Code und dann... Tut's nicht. Tut's nicht. Wollte ich auch erstmal vloggen, aber... Ne, das Video lade ich auch, glaube ich, nicht hoch. Nein, nein. Oh, ich liebe diese Räume. Ich liebe diese Räume, weil die Bomben und Schlüssel und alles haben. Ich liebe diese Goldräume. Ja, ja, ja. Jetzt können wir auch beruhigt das hier aufsprengen und uns die nächsten goldenen Kisten holen und hoffentlich sowas wie Abel finden. Abel finden. Na, komm schon. Ich will Abel finden. Guckt euch mal an, wie viel wir da rausgeholt haben. Kein Abel. Dafür noch ein blaues Herzchen. Wow. So. Ja, was wollte ich sagen? Ja, ich will hier mal Versus Runs in Afterbirth machen. Gegen ein paar Kollegen erstmal, nicht gegen euch. Ein paar Kollegen, ihr seid ja auch meine Kollegen, ihr seid meine kleinen Alkoholibienchen. Natürlich seid ihr alle meine Freunde. Und, genau, erstmal so ein bisschen testen. Also ich habe leider nicht diese Boss of Steel Mod und so. Ich find's auch ein bisschen komisch, warum wird Polyphemus und so rausgenommen, habe ich gehört. In den Balls of Steel Turnieren wird Polyphemus rausgenommen, weil es zu OP ist oder was? Und was mit dem Messer? Ich verstehe das nicht ganz, deswegen will ich erstmal ohne Mod spielen und so. Ah, verlockend. Verlockend. Aber ich behalte mal meinen Razor Blade, mal schauen, was wir daraus so bauen können. Und deswegen spielen wir einfach mit allen Regeln und wir machen nicht diese gleiche Seed-Methode, sondern was mir viel lieber gefällt, ist ja so, ist ja meine Regel und so spielen auch viele. Mit dem Neustarten. Jeder hat einen unterschiedlichen Seed und jeder startet so lange neu, bis er was Gutes findet zum Neustarten. Der andere hat dann vielleicht Glück, der andere Pech. Der andere hat später vielleicht Glück und der andere wiederum Pech. Weißt du? Ich finde das viel besser mit dem Neustarten. So, weil mit dem gleichen Seed, da kann man auch ziemlich viel spoilern, was ziemlich blöd ist, weißt du? Wenn man zusammen kommentiert und da sagt man, oh, im Itemraum ist nichts Tolles. Weißt du? Ach, hier war ich schon. Und so weiß der andere aber nicht, was jetzt Sache ist. Lügt der andere? Lügt er vielleicht nicht? Was ist los? Okay, das ist blöd. Aber Hauptsache, Petri ist jetzt dabei und fetzt alles weg. Ich liebe auch dieses Item hier. The Bloody Lust. Bloodlust. Ach, du weißt schon. Dieses Ding da. Was so wie das alte Rage funktioniert. Auf Wiedersehen? Emperor. Nein. Oh, stimmt ja. Ich bin gerade dabei im Livestream-Speicherstand, weil wir uns fehlt ja dieses blöde Achievement. Und ich mache gerade die alten Challenges privat. Also die alten in Rebirth-Zeiten. Zur Rebirth-Zeit. Die will ich alle machen und dann muss ich noch, na sag schon, zwei Items finden. Und zwar das 99 Dollar, also den Dollar in dieser Wheel of Fortune Maschine. Ja, nicht in der hier. Ach Gott, hier, weißt du was, wir spenden auch jetzt mal ganz kurz 10 Münzen. Ich weiß nicht, ob es 10 waren. Oh, jetzt, das wollte ich gar nicht. Scheiße, das auch nicht. Potato, wobei, das ist gut. Jetzt will ich aber noch ein, okay. Und das hier wollte ich haben. Tour of Clubs. Na gut, jetzt haben wir auf jeden Fall kein Bombenproblem mehr. Gut, wir haben eine Potato, das ist sehr gut. Das ist verdammt gut, ja, ja. Okay, worüber habe ich gerade geredet? Ich werde sehr leicht abgelenkt in Isaac, weil hier passieren so viele Sachen. Ah. Auf Wiedersehen. Nee, ich habe alles Quatsch. Ne? Also demnächst mal Versus Runs. Und danach gucke ich mal, ich werde irgendwie nicht alle annehmen diesmal, sondern ich werde so erstmal so sagen 50. Die sich eintragen sollen. Ich weiß nicht, gibt es irgendwie ein Dokument, das 50, wo sich 50 eintragen können? Und dann schließe ich das automatisch und die Leute, die sich dann zu spät anmelden, da kommt dann so eine Nachricht mit, sie wurden leider, sie haben sich zu spät angemeldet. Bitte versuche es beim nächsten Mal nochmal, ja? Weißt du, sowas. Das ist irgendwie so eine Seite, die sowas anbietet. Okay, okay, komm her. Muss ich mich mal irgendwie erkundigen? Ah, na das nehme ich mit. Wooden Spoon ist gut. Hauptsache, wir sind schnell unterwegs, so kann man auch besser ausweichen. Wenn man zu schnell ist, kann man aber auch schlechter ausweichen, habe ich das Gefühl, ne? Es ist ein zweiseitiges Schwert. Zweischneidiges Schwert. Hey, du Riesending. Welches wie Chewbacca klingt. So, mein Gott. Eve, was wärst du bloß ohne diesen Hurenmodus? Was wärst du bloß ohne Hurenmodus? Hallo? Das nehme ich jetzt nicht mit. Wobei, könnte man und dann... Schön beim Boss einsetzen, dann kriegt man den auf Babylon-Effekt wieder und hat sich sogar noch ein bisschen stärker gemacht durch den Razor Blade. Aber da wir sowieso Bloody Lust haben, was bestimmt nicht der richtige Name dafür ist, werden wir so oder so ziemlich OP. Und das hat nämlich nicht mit dieser Pokerchip, ne? Der hat mir bis jetzt immer nur Scheiße gebracht. Weil der soll eigentlich dafür sorgen, dass man in goldenen Kisten halt mehr Inhalt bekommt oder halt eine Fliege und so. Und ich habe bis jetzt immer Fliegen bekommen, die mir Aua gemacht haben. Das fand ich nicht gut.
So. Oh Gott, was für nervige Räume hier. Ultra nervig. Hier mal ein bisschen sprengen und gleichzeitig die Gegner weghauen. Vielleicht kriegen wir noch einen Magic Mushroom. Und da hätte ich nichts gegen. Hier sollten wir alle erwischen. Und hier zwei. Oh nein. Und hier. Oh. Ich nehme mal die Pille mit. Hier ist ab. Blau. Akzeptiert. Sehr schön. Jetzt drauf hoffen, dass wir nicht einen... Ah, verdammt nochmal. Nicht einen Devil Deal bekommen. Und überhaupt etwas bekommen. Das wäre schon nicht schlecht, Mann. So. Wir können auch ein bisschen mit Bomben arbeiten, weil wir haben jetzt genug. So. Das Fass ein bisschen anschießen. Gleich hüpft er hier hin, ne? Na los, tu's. Okay. Angel Deal. Und was haben wir hier? Two of Clubs. Ja, ja. Der Relic ist ein gutes Item. Schade, ich habe gehofft, dass ich rerollen kann. Gut, dann machen wir den mal fertig. Dann machen wir den mal ganz simpel fertig. Ohne Probleme zu haben, natürlich. Ja, komm, schieß über Kreuz. So. Haben wir es gleich. Sehr gut. Den Schlüssel würde ich auch am liebsten rerollen. Aber wir müssen ja Mega-Satan machen und wir müssen den Boss-Rush machen. Tut mir leid, dass wir jetzt vielleicht zu oft den Boss-Rush machen, aber naja, das gehört halt dazu, ne? Das gehört halt dazu. Ich möchte mit euch Isaac durchspielen, komplett. Komm her. Komm her. Würdest du jetzt bitte? Danke. So, ich hoffe, die Range wird jetzt nicht zum Verhängnis, Mann. Das wäre ziemlich beschissen. Jetzt müssen wir noch den Itemraum finden. Immer diese nervigen Itemräume. Hallo? Bist du hier? Bei mir? Oder nicht? So viele Münzen. Jetzt lohnt es sich sogar auch, den Shop zu suchen. Das hier lohnt sich auch. Zack, und das hier auch. Tammy's Head, ey. Ich mag dich, Mann. Ich mag dich, Tammy's Head. Wäre schon ziemlich cool, wenn wir jetzt noch so richtige OP-Tränen hätten, weißt du? Dann könnten wir im Boss-Rush nach jeder Welle einmal Tammy's Head einsetzen. Vielleicht behalte ich das sogar auch. Vielleicht behalte ich das sogar auch. Aber stell mal vor, wir kriegen jetzt irgendwie Isaacs Herz. Nee, Schall. Oh, ich hab vergessen, wie es. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Das nehme ich nicht mit. Ich habe kurz überlegt, weil ich dachte, ist vielleicht lustig, aber das ist alles andere als lustig. Das ist alles andere als lustig. Das ist gar nicht lustig. Komm, wir spenden noch ein bisschen Kohle. Und holen uns vielleicht einen Schlüssel. Das ist sehr gut. Tja, Tammy's Head oder den Razor Blade? Tammy's Head oder den Razor Blade? Ich bleib mal beim Razor Blade. Weil ich einfach hoffe, dass wir Isaacs Heart bekommen. Das Herz von Isaac. Achso, wir waren im Itemraum. Stimmt, wir könnten jetzt eigentlich abhauen. Ich könnte... Ah, guck mal, allein schon deswegen. Allein schon deswegen das Herz hier mitnehmen. Ah, schade. Ich dachte, ich kann es irgendwie... Mich nervt diese Anzeige immer. What a horrible night, wie kurz. Soll vielleicht auch der Sinn sein, weil im Simon's Quest kommt es ja vor, ne? Das alte NES-Spiel war das oder sowas. Kann mich jetzt auch irren, aber da taucht es ja auch ziemlich oft auf und, hat auch dann auch genervt und sowas. Okay. Und hier erfüllt es auch seinen Job. Curse of the Blind. Super, wir sehen nicht, was wir bekommen. Ach Gottchen. Ja, komm. Nimm das weiße Herzchen. Ist jetzt auch scheißegal. Ist ja jetzt auch scheißegal. Mann, das ärgert mich jetzt sehr extrem wegen dem Angel Deal. Sonst könnte ich da rerollen halt, ne? Weißt du? Weißt du Bescheid, ja? Vielleicht finden wir auch ganz zufällig im Shop die Black Candle und werden dann befreit von... Was hat mich da erwischt? Was zum Teufel? Au! Mistviecher. Ja, mit dem Schlüssel. Vielleicht machen wir sogar Hasch aus Langeweile. Hasch habe ich ja schon gemacht, genau. Nein, da gehen wir nicht rein. Wir haben genug Bomben, eindeutig. Wir haben ganz andere Probleme. Wie zum Beispiel diese blöden Spinnen, die plötzlich auftauchen. Das ist wie so ein Jumpscare. Ich kann mir sehr vorstellen, dass die auch sehr arschig sind mit Lost, ne? Wie ich da ausgewichen bin. Da muss ich mich mal ganz kurz selber loben. Aha. Okay, danke. Ach. Ach. Hi, Refrain. Das ist super. Das ist sehr gut. Jetzt habe ich natürlich die Herzen aufgehoben. Das ist aber nur halb so schlimm, weil jetzt gehen wir los und machen... Setzen im Razorblade... Was? Wer sind sie? Setzen dann den Razorblade-Effekt im großen Raum ein. Und ich glaube, hier ist sogar der Geheimraum. Würde auf jeden Fall passen. Ja. Wir haben recht. So. Wir haben sowas von recht. Ach, ich kann nochmal einsetzen. Upsi. Stimmt.
Kam ja keine nervige Anzeige. So. Diesmal schaffen wir aber beides. Diesmal schaffen wir beides. Hier vielleicht, wo sind wir gerade? Nekropolis 1. Haben wir echt keine Chance mehr auf den Maschen? Ja, vielleicht auf blaue Pillen. Ganz vergessen, dass die ja Tiers up sind. Magic fucking Mushroom. So viel zum Thema. Man kann sie nur in den Caves und so finden. Wurde mir erzählt. Vielleicht wurde es jetzt geändert in Afterbirth. Das hat sich sehr gelohnt. Das hat sich sehr gelohnt. Eieiei. Ich hätte gerne noch mehr blaue Pillen. The Empress sind wir schon, mein Lieber. Das sind wir schon. Magic Mushroom. Magic Mushroom. Noch mehr Kohle. Vielleicht kriegen wir mal eine Equals Power. Kann ja alles sein. Sehr schön, was ist das? Joker-Karte. Oh. Smart Fly, Revenge Fly. Ja, die ist ziemlich OP. Ah, wann setze ich jetzt? Soll ich jetzt die Joker-Karte einsetzen? Ja, setze ich mal ein. Ach. Wieso Devil Deal? Ja, bestimmt Brimstone und so ein Scheiß, weißt du? Und jetzt unser Special-Counter voll nach oben getrieben und jetzt bekommen wir gar keine Special-Items mehr. Ist Brimstone Special? Ich muss mich mal durchlesen, was Special-Items sind, also was dazugehört. Bei manchen bin ich mir ziemlich unsicher. Der Relic spawnt ein blaues Herzchen nach dem anderen. Sehr, 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 sehr schön. Ach. Blöd mit der Joker-Karte und alles. Hätte ich die Potato lieber im Shop einsetzen sollen und die Joker-Karte mitnehmen? Ich glaube, das wäre sogar ein bisschen klüger, ha? Hätte uns vielleicht mehr gebracht. Jetzt hörst du aber auf hier. Und Black Candle. Hive Mind. Okay, jetzt habe ich immerhin sehr große Fliegen. Die und da ist eine. Die ist Apple. Nein. Battery. Hä? Die war doch blau. Die war doch blau, die Pille. Das war doch die Pille, oder nicht? Jetzt ist mein Weltbild zerstört. Bitte, was? Was habe ich denn da aufgehoben? Verdammt nochmal. Spult mal zurück. Und sagt mir Bescheid. Ich kann gerade nicht zurückspulen, weil ich spiele das gerade. Spult mal zurück und sagt mir Bescheid. Scheiße, ey. Ach, das ist ärgerlich. Dann machen wir mal den Boss weg. Ich hätte gern Krampus. Wir haben gestern übrigens Krampus geguckt und... Ja, ich würde ihm... 6 oder 7 von 10 Punkte geben. War, ich glaube eher 6. 6, es war okay so, aber... Hätte man mehr machen können. Hätte man mehr machen können. Vor allem war das Kino verdammt laut, Mann. Du bist richtig laut eingestellt. Ich hatte die ganze Zeit das Verlangen... Keine Ahnung, vielleicht werde ich auch schon alt, aber... Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es ist zu laut und... Ich wollte die ganze Zeit die Fernbedienung holen und da leiser machen. Safety Pin. Evil und Range Up. Na, das ist natürlich nicht das, was wir wollen. So, dann können wir jetzt weitergehen in die nächste Ebene. Und machen dann den Boss war schon so. Sehr gut. Ich sehe ein bisschen... Dieses Ding lässt mich voll breit aussehen. Mein Kopf voll klein, hä? Kann das sein? Außerdem die Mütze. Vielleicht ein bisschen... Die Mütze sieht eigenartig aus, glaube ich. Was liegt an der Mütze? Ich krieg da so ein rundes Gesicht. Was nicht zum Körper passt. Oder sehe ich doch noch hübsch aus? Sag das. Sehe ich hübsch aus? Oh, ich mach das. Hallo, Guppies Head. Dich habe ich doch gern bei mir. Ja. Jetzt hast du meine Smart... Was? Meine Smart Fly hast du jetzt wütend gemacht. So. Und auf Wiedersehen. Das wär's auch. Okay, das ist das allererste Guppy-Item. Anderes haben wir gerade nicht gefunden, ne? Vielleicht wären wir schon Guppy, hätten wir gesehen, was wir da hätten. Oder hätten noch ein Level hier mitgenommen und so. Aber kannst du ja nicht wissen. So. Autsch. Falls ihr den Seed haben wollt, das ist der Seed. Tebuch. CTG3 Tebuch. The L.O. Binding Isaac. Oder sowas. ja, jetzt geht's los mit Curse of the Maze. Da ist jemand wach geworden. Curse of the Maze, guten Morgen. Wir haben dich nicht vermisst, ganz ehrlich. Aber sag's keinem. Danke. Hopp, da hab ich's gesehen. Nein. Ich hab's gesehen. Und hier ist der Stein. Nein. Den Typen lasse ich mal auch am Leben. Mach mal nichts. Mir wurde auch gesagt, dass man Shopkeeper durchsprengen kann, weil die Chancen erhöhen, ne? Auch sehr interessant. Das wusste ich nicht. Das ist immer so ein Hin und Her, habe ich das Gefühl. Manchmal schon, manchmal nicht. Ich weiß gar nicht, wem ich glauben kann. Solange die professionellen Wikis da und so, die professionellen Wikis nichts anderes erzählen, ist ja alles gut. Okay. Noch ein blaues Herzchen. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Relic? Ja, langsam nervst du hier, aber langsam nervst du hier, Relic.
So, und upp. Noch mal ein Bämmchen. Ach, die darfst du behalten. Die darfst du behalten, die Bämmchen. So, ich bin sehr gespannt, was wir im Bossrush bekommen. Wir haben sogar die Chance, nochmal zu rerollen. Ich hoffe, es wird kein Bossrush, wo du Leben verlieren musst für ein Item oder sowas, weißt du? Über die Stacheln rennen, das ist richtig nervig, Mann. Richtig nervig. Und ich hoffe, wir kriegen was richtig Gutes, weil sonst wird der Bossrush ziemlich lange dauern. Weil wir halt so schwach sind. Ja, dieses Geräusch, ey. Relax. Ja, hab ich schon gesagt. Verdammt nochmal, was war die Tiersabpille? Das ärgert mich richtig. Ich habe mir noch gemerkt, so, ey, blau. War sie blau gepunktet oder sowas? Ich hab sie als ganz normalen blaue Erinnerung. Hier ist der Damage ab. Okay. Wir haben immer noch nicht den Itemraum gefunden. Immer der Itemraum, der eine extra Wurst haben will. Da ist er. Und den Shop sogar. Habe ich da Münze gehört? Oh, hallo. So. Auf Wiedersehen. Komm schon, Black Candle. Also hier nicht. Robo Baby. Ah, komm mit. Habe eh keine andere Wahl. Nee, das ist die Blue Candle, ihr Idioten. Dann lass mal spenden. Ist eh jetzt der letzte Automat hier so. Okay, du hast keinen Bock mehr. Was ist das hier? High Priest. So, Shopkeeper sprengen erhöht also die Chance, oder was? Dann sprenge ich ihn mal. Okay, wenn ich jetzt einen Devil Deal bekomme, seid ihr schuld. Okay, falls ihr diesen Shopkeeper meint, vielleicht meint ihr auch jemand ganz anderes. Naja, so. Hat sich ja sehr gelohnt, die Itemräume und alles. Let's go. Lass die Mutter wegplatschen. Das Gute ist, wir können eigentlich auch ganz oft den Razorblade-Effekt einsetzen, weil der Relic uns ja ganz oft blaue Herzchen gibt. Das ist gut, ja, das muss ich nutzen. Vielleicht haben wir das Herz im Raum. So, wir müssen runter und wir kriegen einen Angel-Deal. Das ist schon mal sehr schön. So, nimm das mit. Jetzt müssen wir uns beeilen, damit wir auch schön... Ne, du weißt schon. Damit wir auch schön... So, der ist tot. Zweites Schlüsselteil. Sind glücklich. Das kann man mitnehmen. Und jetzt gehen wir hier rein und bekommen Holy Light. Das mag ich. Oh Gott, wann werde ich meine Potato einsetzen? Niemals, eh? Let's go, Leute. Da müssen wir durch jetzt. Wir müssen hier durch. Da kann ich jetzt auch hier ein bisschen einsetzen. Hier, zack, zack. Schön stärker machen. Bloß aber ein bisschen aufpassen. Und erstmal gucken vielleicht, ob der Relic wirklich jetzt nach jeder, also nach paar Wellen, mir was droppt. Könnte auch natürlich jetzt, ich könnte natürlich jetzt auch falsch liegen. Ausnahmsweise mal. Aber das rote Herzchen können wir wegklatschen. Ja, guck dir das mal an. Sehr nice. So können wir jetzt schön stark werden. Hat das eigentlich ein Limit? Ich weiß es gar nicht, ob das ein Limit hat. So, das ist die Superform. Die ist viel angenehmer. Weil die keine blöden Kaktusen spawnt. So, weiter, 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 weiter. Oh, 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 oh. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie ein Limit hat. Keine Ahnung, wir machen es einfach mal. Vielleicht hat es auch gar kein Limit und wir können unendlich stark werden. Oder sowas. Klingt aber eher irgendwie blöd. Ich mach mal diese Steinchen weg, weil die nerven. So. Perfekt, 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 perfekt. Das wird easy. Das wird easy. Wenn wir schon Brownie so weggeklatscht haben. Ouchie. Dann wird der Rest auch ziemlich simpel. Okay. Hallo, du. Schub, schubi, du. Na, spawnst du ein paar Herzchen für mich, bitte? Ich bitte drum. Hallo. Ah, verdammt. Mistvieh. Okay, durch Rage-Effekt werden wir auch noch stärker, ne? Also, wir haben auch echt Glück gehabt. Wir haben echt Glück gehabt mit den Items, die wir gefunden haben. Ich setze jetzt einfach immer den Razorblade ein, wenn wir rote Herzchen finden. Und dann gucken wir mal, ob wir stärker werden. Hätte ich natürlich jetzt die Missing Heart und bla bla bla, dann könnte ich sehen, aber das wäre so ein... Ja, nur in diesem Falle würde mich Missing Heart interessieren, aber ansonsten würde mich das nerven, wenn links noch irgendwelche Zahlen stehen und sowas. Das ist einfach nicht mein Ding, Mann. Das ist einfach nicht mein Ding. Ich glaube, wir werden nicht mehr stärker. Wäre sonst, glaube ich, zu krass, ne? Ich glaube, es hat ein Limit. So selten mit dem Razorblade gespielt, dass ich keine Ahnung habe. So. Weiter, weiter, weiter. Hyper, hyper, hyper. Ja, es wird ein simpler, schneller Bossrush mit Relic auch noch. Ziemlich geil. Ziemlich geil. Wir bräuchten jetzt ganz viel Luck ab. So, danke. Und wir bekommen diesen Bullshit hier. Sehr gut. Beelzebub sind wir geworden. Ah, guck mal, drei Fliegen-Item. Sehr nice, jetzt können wir fliegen. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Hätte ich auch rerollen können, aber da ich natürlich bedacht habe, dass ich
Belzebub-Pferde habe ich das mitgenommen. Natürlich, ich habe es nicht vergessen. Skatworm XL, das liebe ich. Natürlich dauert es auch ziemlich lange, den Weg zu finden. Aber weißt du, wenn du es einmal hinter dir hast, dann hast du es hinter dir, Mann. Weißt du? Das ist das Geile. Ja, damit. Wann setzen wir unsere Potato rein? Und werden wir bei Hasch? Werden wir zu Hasch gehen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist... Ich fühle mich nicht... Ich fühle mich nicht haschig. Ich fühle mich heute nicht haschig. Und zwing Eve dazu nicht. Sonst wird sie sehr aschig. Danke. Ach, so viele blaue Herzchen. Und da ist es. Seht ihr? Zack, geschafft. Du hast es hinter dir. War das hier Tears Up? Addicted. Oh, Mann. Voll blöd, ey. Ich werde gleich selber nachgucken nach der Aufnahme, was mir Tears Up gebracht hat. Okay. Das hat mich einfach zu sehr enttäuscht. Zu sehr. So, jetzt gib mir einen Devil Deal. Das wär's, ey. Gib mir einen Devil Deal, damit ich die ganzen Herzchen hier mal loswerde. Wobei die auch eigentlich ganz gut sind, wenn ich sie fülle für einen Bosskampf und so und dann einsetze. Was ich bei dir ist natürlich nicht konnte. Autschi. Ja, Hasch, sehr verlockend. Wir müssen auch runter. Wir müssen runter. Nicht vergessen. Sehr gut. Wir können mit Eve alles... Oh, das ist schön, wenn wir alles mit einem Charakter in einem Run machen können. Ne? Das ist Suppe. Nein, das ist nicht Suppe, das ist super, meinte ich. So. Ich hätte gern Suppe. Hey, Shaul. Lang nicht mehr gesehen. Hallo, Mega Fatty. Leider kein Devil Deal und so bekommen. Das ist traurig. Oh, nimm mal mit. Nimmst du mal mit. Bad Gas, was ist schon hier drin? Oh, noch mehr blaue Herzchen. Warte mal. Das machen wir jetzt so. Wir schieben das hier unten hin. Jetzt mache ich mir mal Schaden. Ah! Verdammt! Ich bin da aus Versehen rausgerannt. Das sah dumm aus, ne? Ich dachte, ich kann euch jetzt was richtig Cooles zeigen, aber das war's nicht. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Wir können dann kostenlos in die Shops rein und so. Ohne Schlüssel. Das ist jetzt natürlich alles andere als notwendig. Dich zu sprengen ist auch alles andere als notwendig. Aber hey. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier rechts geht's weiter zum Boss. Auch wenn da unten der große Raum ist, aber ich habe das Gefühl, hier rechts. Hoffentlich. Enttäuscht uns mein Gefühl nicht. Okay, wir werden noch stärker für jeden Gegner, den wir töten. So, deswegen wird auch Megasatan ziemlich cool, weil er spawnt ja die ganze Zeit Sachen. Ja, Luck-Up habe ich jetzt auch mitgenommen, weil ich will lieber irgendwie... Vielleicht werden wir in den... Vielleicht werden wir reingeportet. In dem Dark Room. In den Devil Deal oder bekommen ein Guppy-Item, das wir noch rerollen können zu einem anderen Guppy-Item. Wobei... Ja, wir haben Guppy's Head. Nur Guppy's Head kannst du einmal aufheben und dann rerollen. Den Rest musst du mitnehmen und hast du dann immer, oder? Guppy's Tail und so. Ja. Guppy's Paw. Guppy's Paw. Guppy's Paw. Genau, genau. Das noch. Das noch. Ganz vergessen. Dass wir das hier noch rerollen können, falls wir es da bekommen. Kann ja sein. Hey, alles ist möglich. Toyota. Ja. So ein arschiger Raum hier. Hier ist sich immer versteckt und so. Sehr gut. Let's go. Ja, ja. Ich bams dich jetzt weg. Das war knapp. Aber perfekt getimt. Wir nennen es einfach mal nicht knapp, sondern perfekt getimt. Legen wir ein paar Bomben. Jetzt schießt er nach. Ah, scheiße. Ich dachte, er schießt nach vorne. Sein Strahl. Sehr gut. Und jetzt wirst du sowas von getötet, Mann. Satan. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Sehr schön. Her damit. Und jetzt rein hier. The Lamp und dann Megasatan. Ja. Das ist gut. Das gefällt mir. So. Wupp. Wupp. Komm, porte mich rein. Porte mich rein. Ach, die roten Kisten sind so beschissen geworden. Das ist unglaublich. Nein, ich relax jetzt nicht. So beschissen geworden. Junge, Junge, Junge. Ich hoffe, ich werde ihn schnell finden. Manchmal ist der Lab auch ziemlich nah am Start, aber weiß man ja nie. Außer du hast den Kompass und die Karte. Was wir nicht haben, deswegen kommt es nicht in Frage. Hallo. Klatschen wir mal einen von euch weg und dann den nächsten. Okay, ich sollte unbedingt an meinen Songs üben. Unbedingt so. Hey, nicht treffen. Nicht. Hör auf, hör auf. Zum Glück haben wir eine Pretty Fly. Die hat uns gerade geschützt. Zweimal sogar hintereinander. Danke, Bro, man. Nicht mich angreifen.
Sehr gut. Holy Light, ziemlich cool. Ich frage mich, was hätten wir bekommen, hätten wir gererollt? Oh, Little Chest, ne? Soll irgendwie verbuggt sein, habe ich gehört. Vielleicht seit dem letzten Update nicht mehr. Irgendwie hat es diabetisch mal gesagt, als ich zugeguckt habe. Oh, hat uns buggt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht meint er, man kann damit backen. Nein. Komm her. Oh, ein Geheimraum. Wo ist denn der? Unten oder oben? Ah, oben. Jo. Das sind Geld. Das sind auf jeden Fall Geld. Da, du Tiersub-Pille. Die gar nicht Tiersub ist. Aber verarscht hat die mich. Ach. Die roten Kisten, ey. Da ist auf jeden Fall der Lärm. Das finde ich schon mal sehr geil. Au. Na komm. Noch eine Kiste vielleicht? Nee, immerhin für der Lamp. Immerhin für der Lamp ein bisschen stärker werden. So, bei Krampus ist es auch schön. Da gibt es auch Gegner, die wir töten können. Dann werden wir auch stärker. Er spawnt jetzt natürlich keine Kollegen. Außer sein Körper, den wir zuerst töten können. Lass mal das Gesicht zuerst töten. Yeah, und Petri vergreift sich schon an den Eingeweiden. Na, das will ich haben da. Das will ich haben. Dankeschön. Die Hufe brauchen wir jetzt nicht. Ich behalte mal schön den Kopf von Isaac. Jetzt, was mache ich mit dieser blöden Potato? Das nervt mich so, ey. Ich will die loswerden. Komm, die nächste Kiste. Die kommt, die werde ich rerollen. Komm schon. Falls wir überhaupt eine noch bekommen. Ich hoffe es sehr. Ich hoffe es auf jeden Fall sehr. Oder eine Joker-Karte oder sowas, Mann. Ah! Das gibt's doch nicht. Eve, was hat das zu bedeuten? So, komm her. An unsichtbaren Gegner finde ich schwer, dass man den nicht sehen kann. Ja, oh, wir haben sogar was zum Rerollen. Und wir bekommen... egal, ich nehme es mit. Ich nehme... Autsch, was? Sogar das kann explodieren an den Teilen? Du willst mich doch verarschen. Ich mach mal weiter, weil ich habe irgendwie das Gefühl, wir kriegen da noch was richtig Cooles. So. Das war schnell Joker. Oh, Chaos Card. Oh, wir können das so einfach machen. Helfer brauche ich jetzt nicht. Chaos Card bekommen. Was soll der Scheiß denn? Kann man auf ihn werfen, dass er tot oder kommt die zweite Form? Weil die erste Form ist ziemlich nervig mit seinen ganzen Kackgegnern. Da würde ich direkt die zweite Form bekämpfen wollen. Chaos Card. Schauen wir mal. Ich werde bestimmt voll daneben werfen. Hab die lange nicht mehr gehabt. Die wird auch irgendwie seltener gemacht, habe ich das Gefühl. Na gut, komm, clearen wir noch den Raum da unten, weil das ist ja das Geile, so ein paar Räume clearen und so. Die Chest ist natürlich ein bisschen cooler, weil man am Anfang auch noch ein paar Kisten bekommt. Ist doch ein bisschen einfacher. Finde ich auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist auch so. Aha, noch ein blaues Herzchen, vielen lieben Dank. Noch rote Herzchen, noch besser. Gott, ich dachte, das endet hier gleich. Spielchen, ich habe schon den Lamp besiegt. Du brauchst gar nicht mehr hier. Du brauchst gar nicht mehr hier, mich in falsche Richtungen locken. So, was ich auch gelesen habe, was ich cool fand, war die Idee, dass wenn man einen Boss besiegt auf der Ebene, dass der Fluch dann verschwindet. Was haltet ihr von der Idee? Wäre das zu simpel oder wäre das blöd? Ich glaube, das wäre ziemlich cool eigentlich. Oh yeah. Oh yeah, yeah. Gut. Tut mir leid, dass ich die Chaos Card habe. Ist er jetzt direkt tot? Das wäre alles andere als episch. So, und jetzt schmeiße ich sie. Okay, die zweite Form kommt jetzt erst. Ja, das ist so simpel. Komm her. Ich mag unsere Tränen, sind so Ketchup, Senf und manchmal was Leuchtendes. Marinade. So. Ja, wird jetzt nicht schwer. Tut mir sehr leid, Mann. Du hast es aber versucht. Du hast es versucht. Lass es einfach auf dich zukommen. Na gut. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Das war ein sehr simpler Kampf und sehr schneller Run mit Eve. Lass noch mal kurz unsere... Oh, oh, Baby. Und Little Baby. Hallöchen. Lass mal kurz unsere Statistiken angucken. Also Isaac Boss Rush, Maggie haben wir, Kane haben wir, Judas haben wir, Blue Baby, das ist eine Baustelle, eine nervige. Eve haben wir. Mit Samsung könnten wir jetzt auch nochmal das gleiche machen, dann haben wir es. Lazarus haben wir, Eden könnten wir auch einen Run machen. Und dann, und Lilith noch einen Run, okay. Und wie viele Leute haben wir noch, wo wir zwei Runs machen müssen? Eins.
Eins, zwei. Oh, sogar viele. Nur zwei Leute, wo wir noch zwei Runs machen. Das heißt vier, also eine. Vier, dann fünf, sechs, sieben. Sieben Runs eigentlich. Dann haben wir alles geschafft mit denen. Oh, okay. Leute, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Holly. Yeah!